Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde War Thunder. Diesmal befinden wir uns allerdings nicht auf dem Boden, sondern in der Luft. Ich habe gedacht, zur Abwechslung bringe ich mal wieder eine Folge von den Flugzeugen. Bisschen Abwechslung. Allerdings, wie gesagt, die Flugzeuge spiele ich aktiv zurzeit, ab und zu nur nebenbei, ab und zu ein Match. Deswegen läuft die Forschung da immer noch zäh. Ich bin mit den Russen immer noch im Tier 3-Bereich unterwegs und ich denke mal, es wird sich in nächster Zeit auch nicht ändern. Weil, wie gesagt, zurzeit spiele ich hauptsächlich die Panzer. Und da dauert schon ewig zum Erforschen. Deswegen, wie gesagt, möchte ich mich ein bisschen zurzeit auf die Panzer konzentrieren. Dass ich da demnächst neuen Tiger zeigen kann bei den Deutschen. Und die Amerikaner spiele ich ab und zu auch mal. Und da hoffe ich bald, einige neue Schirmes zeigen zu können. Aber gut, genug erzählt, gehen wir ins Game hier. Gucken, was wir machen können. Wir drehen noch mal einmal eine Rückwärtsrunde. Sind schon einige im Landeanflug unten auf die Basis. Und wir schnappen wir uns dann. Das ist eine Jagd 9. Schönes Ziel. Hier die Typhon schnappen wir uns noch. Nein. Ah, linken Flügel haben wir beschädigt. Wo. Nicht vorgekommen. Hat die Geschwindigkeit getroffen gemacht. Wow. Wow. Habe ich einen Bowfighter von der Seite runtergeholt. Leider noch ein Abschuss mit der Jagd 9T. Das ist nicht gut gewesen. Normal kriege ich da auch nicht mehr Abschüsse hin. Gerade mit der Jagd 9T. Dafür rechnen wir uns jetzt an den Bowfighter. Okay. Brauchen wir uns nicht mehr zu rechnen. Der ist schon hinüber. Die B von der 9 wird auch schon stark beschossen. Den lassen wir auch mal in Ruhe. Dann gucken wir mal, ey, so viel Auswahl. Ich kann mich kaum entscheiden, was ich nehme. Aber ich entscheide mich für gar nichts. Da, hier. F6 auch nicht. Alles tot schon. P39. Oh, aufpassen. Ey, ich bin jetzt zu schnell unterwegs. Oh, gut, die ist schon abgeschossen. Oh, ich habe mein Setting wieder drin. Nein, kein Voll. Oh ja. Kein One-on-One. Sehr schön. Zwei Abschüsse. Oh, komm. Drei Abschüsse. Kritischer. Oh. Nein, da spielen wir ab. Okay. Aber drei Abschüsse mit ihr. Kann sich sehen lassen. Ah, wir feuern bis zum Schluss. Ah, ich hätte mich hier nicht, ich hätte abdrehen müssen. Hier muss ich die Raketen ohne Bewaffnung. Muss unbedingt bei meiner. Wollte die Bomben. Ich habe die Bomben von der letzten Mission immer noch drin. Ich glaube, die hatte ich schon im letzten Video drin. Wir müssen unbedingt den Flugplatz einnehmen. Jetzt bin ich aber im falschen Flugzeug, mit der lande ich ganz sicher nicht. Ich habe die Raketen jetzt rausgepackt, weil da ein bisschen Flak da ist. Die kann ich hier angreifen. Und die mittelschweren Panzer, gut, die können angreifen.
Allerdings ist die dann so langsam und so träge mit der Bewaffnung, dass man überhaupt nichts mit ihr schafft. Und ich finde leider, sie haben sie ein bisschen abgeschwächt. Die war ja vorher deutlich etwas flexibler. Und ich finde, sie haben sie einfach zu stark abgeschwächt. Und man kann fast nichts mehr mit reindrehen. Das ist einfach nur noch ein Ziel für jeden und allem. Oh, immer wenn ich mich ausgedreht habe. Ist halt so träge, dass man einfach überhaupt keine Chance hat hier. Ich habe mal so gern die schweren Jäger gespielt. Ey, da feuert man so viel Munition durch die Gegend. Und dann trifft man halt, ey, was ist denn das für eine? Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, warum. Ah, komm. Ja, jetzt kämpfen sie alle da oben. Ey, guck mal. Es hat aber gedauert, ey. Da feuerst du hier 1000 Kugeln raus und... Aber gut, von den Abschüssen her muss ich sagen, geht's noch. Ich bin Platz 1. Ui, die Lightning. Die will ich mir auch gerne mal anschauen. So, der letzte Jäger. Danach haben wir nur noch einen Bomber. Bomber würde ich mich ja ungern reinsetzen. Oh, jetzt haben wir den Flugplatz wieder erobert. Ja, zurzeit tut eindeutig die Roten dominieren. Wenn man jetzt mal guckt. Bei uns sieht es ziemlich schlecht aus. Wir versuchen die Jagd 9 zu bekommen. Die verfolgt jemanden. An die P400 versuchen wir abzufangen. Bin ich aber zu schnell im Steilflug. Nein. Wenn du anscheinend unser Ziel. Jo, da haben wir unseren guten Kollegen geholfen. Oh, 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 oh. Oh, was war das? Wow, 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 wow. Ey, okay. Da hat uns jemand voll erwischt. Ja gut, bleibt uns noch der Bomber übrig. Auch wenn das ja nicht so toll wird. Man hat ja meine Bomberkünste schon hinreichend betrachten dürfen. Leider. Ne, wie gesagt, ich habe den Bomber drin, ja, aber ich kann mit ihm einfach nicht umgehen und ich bin nicht der. Weiß nicht, ist irgendwie, ja, es ist natürlich ein Missionsziel, gut, auf der Karte muss man es jetzt einnehmen, den Flughafen, aber meistens geht es eigentlich um Bombardieren, aber ich bin einfach nicht der Typ fürs Bombardement, weil ich mag dieses nicht, dieses, ich fliege ewig hin und ja, dann werfe ich meine Bomben ab und wenn ich Glück habe, steigt kein Jäger hoch zu mir, und wenn ich Pech habe, dann steigt ein Jäger hoch, dann bin ich eh tot. Das finde ich ein bisschen suboptimal. So, dann muss man auf die Flak hier einsteuern. So. Also glaube ich nicht, dass ich die in 1000 Jahre treffe. Ne, die ist schon längst außer Zielbereich. Hä? Was habe ich getroffen? Durch keine Geschützkugeln da unten. Kann man ja um Gottes Willen sagen, was ich mit der Bombe getroffen habe?
Soll kein Flugzeug gewesen sein, oder? Ach, guck, noch einen Baum mit einem Mordziel gibt's. Ja, Wahnsinn. Ne, es müssten noch vier Ziele geben. Also laut Karte müsste es noch vier Ziele geben. Ich weiß allerdings nicht, wo die sein sollen. Wie gesagt, ich versuche die Bombe halt immer viel zu früh zu steuern. Ne? Also das bringt überhaupt nichts dem. Ja, Bomben. Keine Ahnung, wo die. Ja, los, Wellington. Ach, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Bomblast machen soll. Hab sie einfach mal abgeworfen. Ja, komm, 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 komm. Oh, schade. Ich hab gedacht, die Typhon bekomme ich noch. Nice job, Cheaters win. Okay. Also von Cheatern kann ich jetzt nichts sagen. Okay, ich habe meinen Platz 1 verloren im Team. Aber ich würde sagen, das kann man sehen lassen. Kann mich jetzt nicht beschweren. 7 Abschüsse, okay, mit 5 Flugzeugen. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet wieder zum nächsten Video ein. Ciao, ciao, euer Blugrom.